Oh, jetzt kommt Nikolaus. Ja. Wir müssen mal gucken. Sag mal, herein. Herein? Herein. Nikolaus. Oh, Nikolaus kommt. Guten Abend, liebe Leute. Bin ich hier richtig bei dem kleinen Ziel? Ja. Bist du der Ziel? Ja, gell. Gibst du dem Nikolaus auf die Hand? Hast du so? Hallo. Nö. Hast du noch ein bisschen Angst? Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin ein guter Mann. Ich habe aber heute das Engelchen mit dabei, da muss der Papa mir mal die Sachen halten. Ja, mach ich. So, mein lieber Junge. Jetzt schauen wir mal, was der Nikolaus für dich hat. Was ist Nikolaus in Dunkels Stimme? Weißt du, warum ich heute zu dir komme, Ziel? Ich habe gehört, du wirst ein liebes Kind. Stimmt das? Ja. Ja. Du gehst auch gerne in den Kindergarten, habe ich gehört. Mhm. Ist das so? Macht das dir Spaß? Ja, ne? Mhm. Dein Kindergartenpuppe ist die Blumenwiese. Alles gut, Ratti. Oh, ich gehe schon mal einen Meter zurück. Du bist lieb zu anderen Kindern, habe ich gehört, und hast viele Freunde. Stimmt das? Mhm. Ja. Wie der Ben, der Emil, der Mattes, der Raphael und die Rosalie. Ist das deine Freundin, die Rosalie? Ja. Und du bist zu Hause oft sehr lieb zu deiner Mama und zu deinem Papa und zu der Ella. Hm? Ja. Soll ich mal bei die Oma gehen? Ja. Erzähl doch nur, dass du so toll bist. Oh, mein Mütze. Guck mal, Nikolaus hat einen Hut. Nikolaus verliert schon die Mütze. Der hat die Mütze verloren. Und dann habe ich gehört, dass du manchmal nicht lieb bist und Sachen kaputt machst. Ist das so? Da musst du aber ein bisschen lieber sein. Ja, das nicht alles kaputt machen, ne? Das sollst du ändern. Und was schön ist, du gehst jetzt aufs Töpfchen, habe ich gehört. Oh, super! Ja, du bist ja jetzt auch schon groß. Da muss man aufs Töpfchen gehen, ja? Das ist immer schön. Und jetzt schaue ich mal, was der Nikolaus dir mitgebracht hat. Die Engelchen haben den Sack hier gefüllt und ich denke, da ist bestimmt was für dich dabei. Ziel, hat Nikolaus dir was mitgebracht? Dann schaue ich mal. Ui, der Sack ist reichlich gefüllt. Ziel, Geschenke für dich. Soll der Nikolaus die auf den Tisch stellen und wir packen die aus, wenn der Nikolaus wieder weg ist. Und ich lege dir die hier hin, da kannst du das holen. Schauen wir mal. Ja? Sollen die gleich auspacken, wenn der Nikolaus weg ist? Hm? Und noch eins, weil du so artig bist. Wie? Schau mal. Da kannst du schön auspacken. Was habe ich denn hier noch? Ist das für den Nikolaus oder für dich? Sag mal für mich. Das ist auch für dich. Dann hast du, der Nikolaus ist gut mit dir gemeint. Oh. Hier ist noch was Schönes. Guck mal, da ist auch der Nikolaus drauf. Ja? Wie schön. Da hast du auch viele Geschenke bekommen. Da warst du ziemlich artig. Schau mal, was hier. Oh, das ist ein großes. Noch ein großes Geschenk. Noch ein großes. Magst du das holen? Da die Mama es holen. Ui, da kannst du aber Sachen auspacken, ne? Die Tüte wird gar nicht leer. Und ich noch was. Mehr. Was? Guck mal, hier kommt noch ein Geschenk. Schau mal. Noch ein Geschenk. Und da ist noch ein Versteck. Ui. Das kannst du aber nehmen, hier, ne? Noch eins. Ja, fein. Oh, wie toll. Okay. Wie toll ist sie jetzt.
Aber ich glaube, das war nicht alles. Mich juckt es an der Nase. Ich gehe mal schauen, ich habe noch was im Auto. Soll der Niklaus das Mützchen ablassen? Der verliert das ja ständig, ne? Macht er in seinen Sack rein. Zieh mal über den Nös. Ich gehe mal schauen, ich habe bestimmt noch was. Hier, Niklaus, dein Sack. Der Niklaus kommt doch noch wieder. Dankeschön. Der kommt wieder, der Niklaus hier, ne? Der geht jetzt noch Geschenke holen, ne? Der, oh, was hast du da stehen, ne? So viele Geschenke. Du kleiner Mann. Wie toll, ne? Hä? Sollen wir gleich auspacken, wenn der Niklaus dir den Rest gebracht hat? Ja. Das machen wir dann, ne? Wenn der Niklaus weg ist, sollen wir dann auspacken? Ja, da kannst du auspacken, ja, gell? Das machen wir dann. Dann kannst du mal gucken, gell? Siehst du, der Niklaus ist ein ganz lieber Mann, ne? Guck mal da, wie viele Geschenke. Siehe, hä? Hier kommt noch, pass mal auf.